Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Die zweite Folge heute bereits schon für den Stappenbach. Sonntag, Mahlzeit, wünsche ich euch natürlich Mahlzeit, ne? Weil um die Tageszeit wird normalerweise schön mit der Familie am Esstisch gegessen. So ist es zumindest bei uns gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Möchte jetzt niemanden verurteilen, wenn es nicht so ist. So, jetzt gucken wir mal, was die Kollegen da so machen. Den müssen wir auf alle Fälle mal abtanken. Also wir haben ja heute Morgen, haben wir schon einen kleinen Herzinfarkt gehabt. Also genau das Richtige zum Aufwachen. Weil wir kurzer Zeit minus 600.000 am Konto hatten. Aber das habe ich geklärt mit der Bank. Da muss ich nur den neuen Vertrag unterschreiben. Und das passt auf alle Fälle. Wir haben Kredit zurückbezahlt. Bitte, ich möchte das nochmal betonen. Wir haben heute Morgen 200.000 Euro Kredit zurückbezahlt. Also ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist auf alle Fälle gemacht, wie ich finde. Und das könnte auch ruhig mal mit dem Daumen nach oben belohnt werden. Aber das will ich so nicht sagen. Das kann ich schließen, oder? Oh. Z, du kannst doch noch einen Moment stehen bleiben. Du kannst auch stehen bleiben. Du bist angekommen hier. Das ist echt schön eigentlich. Eigentlich, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ne, müsstest du jetzt mit dem Ballen runterfahren, weil ich glaube nicht, glaube wirklich aus tiefster Überzeugung nicht, dass dieser andere Anhänger, den wir haben, ne, also dieser, da steht noch ein Traktor. Okay, das heißt, wir könnten da was machen. Okay, dann werde ich dich jetzt nochmal runterschicken zu den Schafen. Mit den Ballen. Mit den Ballen. Wasseranhänger. Ist eine gute Idee, hier reinzustellen? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ein bisschen meine Vorwärts-Rückwärts-Taste klemmt, wenn ich mir das so angucke, was hier passiert. Aber gut. Ne, okay, das heißt, der Steier wird jetzt die wunderbare Aufgabe übernehmen, die Grasballen, die hier oben rumliegen, die werden wir zu den Schafen bringen, weil die haben Hunger. Klar, ne? Und die sind natürlich etwas produktiver, wenn, ja, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, wenn einfach mal ein bisschen was gefüttert wird. Wasser haben sie schon ausreichend bekommen. Glaube ich, anderthalb Fässer, glaube ich, voll. Oder mindestens ein Fass voll war es auf alle Fälle. Ich frage mich halt nur, ne? Das frage ich mich jetzt wirklich. Wie machen wir das, dass wir bei dem Schafstall unten, dass wir da das Zeug aufgeladen bekommen. Oder zu den Futterdruck bekommen, weißt du? Ich kann ja nicht jetzt schlecht mit dem ULW da, mit dem ULW, mit dem UAL. Kann ich ja jetzt nicht gut reinfahren in den Schafstall und sage, jo, Kinders, nehmt einfach, was ihr möchtet, was ihr braucht, weißt du? Das wird es wahrscheinlich nicht spielen. So, lädst du auch auf, oder? Oh ja, oh ja, oh. Das war tatsächlich nicht geplant, aber es hat funktioniert. So, das hat auch funktioniert. Ey, es läuft. Da liegt nichts mehr, wollt ihr mir jetzt sagen? Ja, läuft. Okay. Dann kannst du wieder runterfahren. Ich glaube nicht, dass er ankommt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass er unter einmal ankommt, weil das Ding wurde halt mit einem Fass eingefahren. Ne? Mit einem Einachsfass und nicht mit einem Zweiachs-Drehschemel-Dingens. Aber möglicherweise funktioniert auch so. Wir werden das jetzt testen. Tierhändler Schafstall. Denn das müsste jetzt... Von wo geht denn das weg? Von oben, ne? Wir könnten... Warte mal, glaube, wir könnten... hier hochfahren. Ja, wir sind jetzt hier, ne? Wir fahren jetzt hier hoch und dann können wir hier den Weg weiterleiten. Ah, ich habe gerade nichts gesehen, aber war gut. War okay. Weil da sind die Ballen schon mal oben. Vielleicht kaufen wir uns auch so ein kleines Gerätchen. Ich denke da wieder an den John Deere, ne? An den kleinen, den wir mal hatten. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich ihn behalten, aber... Weil der kann uns bestimmt so ein Ballen, ne? Kann der uns von A nach B hieven. Sag ich jetzt einfach mal ganz salopp. Und vielleicht kann der sogar das Fass ziehen. Ist ja eigentlich Schnuppe, wenn er länger braucht. Ist ja eigentlich Schnuppe wie Wumpe. Das muss ich einfach mal so sagen. Da könnte ich ihnen auch so ein Standard-Dingens in die Hand geben. So ein Standard-Gabel. Geht nur darum, dass er die Palette von A nach B bringt. Und der Weg ist sehr gering. Aber okay, wir können uns das vielleicht mal durch den Kopf... Wir können mal gucken, was es kostet. Ich komme schon wieder vom Plan weg, ne? Aber das irgendwie muss es machen. Ich kann ja die ganze Zeit Geräte von A nach B schicken. Das funktioniert so nicht. 12.000. 12.000 ist tatsächlich okay. Also 12.000 ist jetzt gar nicht so viel. Der hat leider keinen Frontlader, sonst hätte ich den gekauft. Der hat einen Frontlader, aber der ist mir schon wieder ein Ticken zu teuer, weil der andere macht das auch ohne Probleme, weißt du? Aber so einen kleinen Johnny für die Schafe, könnte man sich auf alle Fälle überlegen. Den müsste ich mir jetzt aber jetzt überlegen, weil ich brauche ihn, wenn dann jetzt unten, ne? Und ich habe ja gesagt, ich möchte einen weiteren Traktor kaufen.
komm, wir kaufen den jetzt. Das tut mir jetzt wieder mal im Herzen weh, weil ich den damals verkauft habe. Ne? Aber wer kann wissen, was kommt? Kein Mensch. Der 56 PS, das ist aber komplett egal. Wirklich egal. Weil wir den Frontrader... Ist der bei Frontrader drinnen? Da ist er. Der hat nämlich so einen speziellen, weißt du? Und dann werde ich jetzt einen Standard-Dingens kaufen hier. Denn den Spaltenspieß hier. Weil das ist vollkommen ausreichend. In einer Signalfarbe, damit es wirklich jeder sieht. Ne? Was ich noch brauche, ist ein kleines Gewicht hinten dran. Weil sonst macht er einen Abflug. Wir hätten noch eins am Hof, das weiß ich. Aber ich möchte noch ein anderes haben. Das darf nicht zu doll sein. Nehmen wir 1000 Euro. Was kostet das hier? Komm, wir nehmen auch so ein Fassgewicht. Das ist doch okay, glaube ich. Dann lass mal das ganz, ganz, wirklich ganz schnell machen. So. Oh, wer kennt ihn nicht, ne? Wer kennt ihn nicht und wer hat ihn vermisst? Er ist wieder da. Ich hätte es mir selber nicht... Bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, habe ich wirklich nicht damit gerechnet, dass wir den nochmal sehen. Oder auch damals, wo ich ihn verkauft habe. Aber ich wollte ihn eigentlich schon als Mod runter. Ich habe gesagt, komm, lass ihn noch... Eigentlich habe ich nicht gesagt, komm, lass ihn drauf, sondern... Ich habe vergessen, dass ich es machen wollte. Und deswegen ist er eigentlich noch da. Eigentlich wäre er schon weg. Aber für die Arbeit ist er eigentlich mehr als wie geeignet, würde ich sagen. Mehr als wie geeignet. Ist ein bisschen schief hier, aber ich schaffe das. So, und schon haben wir einen ausgerüstet. Ne? Er ist halt wahnsinnig, wahnsinnig laut, aber es ist okay. Autosave hoffentlich. Und zwar ist das vom Tierhändler zum Schafstall. Machen wir die gleiche Strecke wieder nach oben. Gucken wir gleich mal, was der CVT für Probleme hat. Könnt ihr mir vorstellen, dass er an der Brücke hängen geblieben ist, aber ist nur so ein Verdacht. Ne? Nur so ein Verdacht. Ja, da sind wir schon. Wunderbar. Fährst du den Weg einfach weiter. Und wir gucken uns jetzt an. Ach ja. Habe ich Brücke gesagt? Habe ich Brücke gesagt, ne? Ja, ich war damals tatsächlich wirklich schon eine enge Kiste. Mit dem Fass, aber mit dem hier natürlich unmöglich. Aber gut, wenn das größte Problem ist, dann möchte ich wirklich nicht blöd reden oder so irgendwas. Okay, dann laden wir die Geschichte jetzt mal ganz fix ab, damit er gleich wieder zurückfahren kann. Weil der wird auch früher oder später jetzt gebraucht werden. Ich glaube, das wird wieder der Abfahrer für den... Oh, hoppla. Für die Pellets-Geschichte. Das schleift nur ein bisschen. Es ist okay, weißt du. Ja, wir müssen jetzt dann auf alle Fälle mal die Balken ein bisschen süttern. Süttern ist eine... also wer das Wort süttern nicht kennt, das ist eine Mischung zwischen füttern... Und sortieren. Süttern. Gott. So. Ich würde sagen, dass wir die jetzt einfach mal hier abladen. Da ist schon die erste Wolle schon da, ne? Krass. Also das ist natürlich cool mit dem, ne? Du kannst halt fast im Stand drehen. So. Machen wir mal den Arbeitsmodus aus. Machen wir mal die Verlade- oder Abladeseite. Nach hinten können wir es ja nicht auch machen. Z, weißt du, dann haben wir schon abgeladen, dann können wir auch wieder zurückfahren. Darum geht es ja eigentlich. So. Okay, dann bringen wir den bis nach die Brücke auf alle Fälle, weil nach der Brücke, glaube ich, müsste das wieder alleine schaffen. Dann haben wir wieder den Traktor am Hof, das passt auf alle Fälle. Schafweidehof, das ist genau der Kurs hier. Aus... Ich wollte eigentlich noch den kleinen Johnny nochmal sehen, ne? Wenn er so entgegenkommt mit dieser signalgelben Gabel, das würde ich schon nochmal gerne sehen. Weiß aber nicht, wo er gerade ist. Da drüben kommt er gerade. Ach, guck mal. Trifft sich gut. Hop. Hat es gerade den Anhänger drüber geworfen? Ah, nur ein bisschen. Du musst uns ein bisschen beeilen hier. Ach, Gottes Willen. Da kommt er nämlich, unser kleiner Flitzer. Moin, alles gut, ich bin schon weg, danke. Alter, er macht einen Lärm, ne? So, okay, das passt. Jetzt fahre ich gleich nur mit dir auch noch los, weil du musst jetzt
Ja, du hast jetzt einiges zu tun, der Kollege. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Du hast ein bisschen so die Arschkarte, sagt man bei uns. Aber, ja, was heißt Arschkarte? Es geht eigentlich. Es geht eigentlich voll. Wir werden gleich mal das Feld links angehen. Weil das ja irgendwie so, weiß nicht warum, aber irgendwie ist das so mein Hate-Feld. Wenn es sowas überhaupt gibt. Ist er runter? Der ist nicht mal runtergelassen. Also wenn es so ist, dann müssen wir nicht nochmal schwaden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es nicht hundertprozentig realistisch ist. Das ist mir vollkommen klar. Eigentlich müsste das über eine große Fläche verteilt sein. Dann muss gezettert werden. Nur dann kann gewährleistet werden, dass wirklich alles schön trocknet. Es muss mehrmals gezettert werden. Und dann kann gewährleistet werden, dass alles schön gleichmäßig trocknet. Und dass du auf jeder Seite, egal ob oben oder unten, dass das Gras trocknet zu Heu. Ist mir vollkommen klar. Mache ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht. Aber ich weiß das. Alter Falter, war hier Zeug drin. Bist du des Wahnsinns. Aber gut, es geht doch schneller als gedacht, muss ich sagen. Gut, wir fahren aber auch wie die hohle Frucht, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und das kann dann schon direkt mitgenommen werden von unserem Kollegen da vorne. Das kann direkt schon gepresst werden. In kleine Pellets. In kleine, kleine Heu-Pellets. Schauen wir mal, wenn es beim ersten Mal nicht hinhaut, dann müssen wir nochmal mit dem Schwader kommen, aber es dürfte wohl machbar sein, glaube ich. So, dann gucken wir gleich mal, was die Kollegen machen hier. Ach, du bist angekommen. Du steckst den Verkehr fest? Das muss ich mir jetzt erklären. Hey, ist doch tadellos, was du hier gemacht hast. Tadellös. So, dann stelle ich dich mal kurz hier hin, weil ich nicht weiß, wo ich dich momentan hinstellen soll. So. Zu dir komme ich gleich. Du bist unterwegs. Sehr schön. Das passt auf alle Fälle, ne? Da ist schon eine kleine Fuzzi, sage ich jetzt einfach mal dazu. Eine kleine Laude, ne? So, dann schauen wir uns gleich mal nach, wo was reingehört hier. Sollen wir gleich zwei mitnehmen? Schafft er zwei, glaubt ihr? Ja, easy. Easy. Gar kein Problem für den. Oder doch? Ich muss nur kurz gucken, wo das Zeug reingehört, weil ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwas aufmachen muss und dann geht das aber. Okay, hier ist nix. Hier ist nur die Rampe. Ist hier so ein Futterdruck außerhalb? Ne, hier ist nur Heu, ne? Okay, hier gehört es auch nicht rein. Es muss irgendwie an die Seite kommen, glaube ich. Hier im Gang, oder? Du kommst von vorne auch rein. Aber da müsste es außen rumfahren. Das haben die, glaube ich, nicht gemacht. Das heißt, es müsste irgendwo hier hinkommen. Aber links sind die Futterdrüge eigentlich, ne? Warte, ich fahr nochmal zurück. Ja, zwei ist schon sehr grenzwertig. Also zwei, boah. Hier haben wir Wasser. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich nicht reinkommen, oder? Wenn, dann muss es vielleicht hier vorne reinkommen. Auch nicht. Okay, warte. Da habe ich noch einen Plan C. Ah ja, Plan C hat funktioniert. Das heißt, ein bisschen übers Geländer hieven und dann geht das auch. Ja, okay. Gut, weiß ich Bescheid. Wie viel ist da jetzt drin und wie viel wird gebraucht? Das ist ja die nächste Frage, ne? Oh. Gar nicht mal so viel tatsächlich. Das heißt, da geht doch ordentlich was rein. Aber dann haben wir, glaube ich, eine gute Sache erreicht. Oder, sagen wir mal, eine gute Sache erreicht. Ist falsch, aber...
Okay, gut. Warte mal, wahrscheinlich hört er gerade nichts oder nur wenig. Ach, guck mal, die Schafe sind schon da. Gut. Ja, liebe Leute, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, heute natürlich um 16 Uhr zur dritten und letzten Folge hier auf der Stammbach. Für den heutigen Tag natürlich nur. Ja, bis später. Macht's gut. Ciao, ciao.